Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Valheim. So, ja, denn jetzt mal aufgestanden hier. Jetzt hatten wir ja das letzte Völkchen mal so ein bisschen schon mal das Schwert vorbereitet hier. Und so wie es aussieht, sind bald alle Sachen soweit fertig. Okay. Aber ich würde jetzt trotzdem jetzt allererstes mal Holz holen. Das heißt, Kahn brauchen wir auf jeden Fall, weil wir brauchen eine große Menge Holz immer wieder. Wir brauchen auch wieder Holz für den Kohlemeiler. Wir brauchen also auch wieder Kohle und wir brauchen eigentlich wieder alles. Jetzt ist aber Essen soweit wieder drin. Dementsprechend, ja, wird einmal kurz nochmal ein bisschen was schnabuliert. Unterwegs kann sich das ja aufregenerieren. Und dann wollen wir mal gucken. Gehen wir mal jetzt in die Richtung des Waldes und holzen da jetzt einfach mal ein bisschen Holz ab. Weil wir brauchen ja jede Menge Holz. Das heißt, die Axt im Walde dürfen wir jetzt nochmal spielen. So. Jetzt hört es sich gerade so an, als wenn hier noch irgendwo ein Bambi rumrennt. Sei vorsichtig, sonst kommst du auf den Grill. So, dann machen wir jetzt hier mal ein bisschen kahl. In die Richtung runter. Die ganzen Buchen und ähnliches. Die müssen jetzt mal ein bisschen fallen hier. Brauchen nämlich auch sehr viel normales Holz. Aber ich denke mal so in 16 Minuten reißen wir einen halben Wald hier mindestens mit ab. So. Weil wir wollen ja auch bald nochmal ein bisschen weiter bauen und alles. Und dementsprechend brauchen wir ja noch sehr, sehr viel Holz. Und Pfeile wollte ich eigentlich auch noch mal ein paar machen. Naja. Guten Tag, der Herr. Ich habe jetzt ein Schwert. Das natürlich auch anständig gelevelt wird. So, machen wir hier auch noch mal den Baum weg. Schön zerlegen den Kleen. So, dich machen wir auch weg. Ja, müssen wir, glaube ich, nochmal danach nochmal ein bisschen wieder Kupfer und Co. holen. Ach, hier liegen noch ein paar. Meine Güte. Na, der hat auch gut gesessen. Auf dem kleinen Bambi. Der hat auch richtig gut gesessen. Den haben wir ganz gut hingekriegt. So, nehmen wir natürlich mit. Ja, was soll das? Das muss ja hier nicht rumliegen. Und hier haben wir sogar noch ein paar, die umgefallen sind mal. Wir halten auch noch nicht mal wirklich was aus hier. Da fällt gleich der nächste um. Wunderbar. So. Aber jetzt mit dem neuen Essen, ja, es lässt sich jetzt wirklich angenehmer arbeiten. Man hat eigentlich auch relativ gut Lebenspunkte. Na komm. Mein neues Schwert möchte dich aufspießen. Oh, ich bin echt gespannt, wie die anderen Waffen so werden. Die werden bestimmt auch ganz cool. Also ich bin jetzt vom Schwert, bin ich sehr positiv. Schwert ist was Schönes. So, jetzt erstmal alles reinschmeißen. Was wir jetzt hier bei haben, damit wir den Rest auch wieder mitnehmen können. So. Machen wir erstmal euch hier den Gar aus. Gut, haben wir den nächsten. Jawollo. So, hier liegt auch noch ein bisschen was rum. Hier ist auch noch ein Baumstumpf. Hier wird alles zerlegt.
Die Buche reißen wir einmal mit ein hier. So. Flup, flup, flup. Den Baumstumpf nehmen wir auch mit. So, hier haben wir jetzt noch zwei dicke. Die werden natürlich, alles wird alle mitgenommen hier. Brauche sowieso wieder sehr, 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 sehr viel Holz. So, die Buche kommt jetzt hier auch mal weg. Rollt ja schon mal in die richtige Richtung. So. Zack. Es wird langsam. Es wird langsam. Es geht jetzt schon langsam immer schneller mit dem ganzen Abholzen. Auch mit der Ausdauer. Wie gesagt, es läuft. Es läuft. So, hier haben wir auch nochmal einen Baumstumpf. Den machen wir auch nochmal weg. So, hier. Nächster Baumstumpf. Auch der Mini-Baumstumpf, der darf gehen. Holzhacken 45. Überlegst ja. Kommt an, rempelt mich an. Unhöflich. Also ganz ehrlich. Spinner bist du. Einfach anrempeln und dann, ne? Nichts weiter machen. Das sind mir immer die richtigen. So, jetzt gehen wir einmal kurz wieder rüber zurück. Den Wagen befüllen. Tja, das war zu spät, mein Freund. Das war zu spät. So, Stapel platzieren. Edelholz auch. Gut, dann haben wir hier noch ein bisschen Holz. Jetzt haben wir erstmal das Holz mit, was jetzt da noch ein bisschen rumfleucht. Flup, 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 flup. Gut, dürfte eigentlich soweit alles gewesen sein. Dann haken wir dich jetzt hier nochmal ab. Fall mir mal bitte nicht ins Wasser. Tu mir den Gefallen. Die Bäume auch noch auf mich hören hier. So, dich nehmen wir jetzt auch noch mal aus hier. Komm schon. Schnell mal ein bisschen drauf rumgeklopst. Na, den anderen haben wir auch gleich schon in die Senkrechte gepackt hier. Na, ist aber ins Wasser gefallen. Das heißt, wir fangen von hinten an. So. Schön hier geblieben. Du musst noch in Holz verwandelt werden. So, hier den nächsten. Aber ich muss sagen, die Axt, jetzt wo sie halt auch im Max-Level ist, sie hält gut was aus. Bisschen Schaden macht sie auch, weil ich sie die ganze Zeit nur als einzige Waffe benutzt habe. Deswegen, es passt. So. Haben wir gleich das nächste Holz hier drin. Sieht doch gut aus. So, packen wir nochmal Holz weg. Ein bisschen weniger Holz und so. Oh, Wagen ist jetzt voll. Wagen ist jetzt offiziell voll. Na gut. Ging schnell. Ging schnell. 10 Minuten dafür gebraucht, um den Wagen jetzt einmal zu füllen. Nicht verkehrt. Das heißt, wir können wieder demnächst ordentlich Kohle machen.
Und auch so wieder ein bisschen was bauen. So, und das nehmen wir auch mit. Hier geblieben. Du Baumstamm, du. So, dann nehmen wir den auch nochmal weg. Hier hinten wird halt immer weniger Holz. So. Na, irgendwann müssen wir halt schon richtig weit laufen, um ans Holz zu kommen. Aber so schlimm finde ich das eigentlich gar nicht. Ja gut, Bambi hat mich schon gesehen. Da brauche ich jetzt nicht mehr zucken. So. Sieht hier doch schon langsam richtig gut aus. Kommen wir eigentlich auch immer jetzt ganz gut mit dem Wagen hier eigentlich durch. Ist in Ordnung. So, nochmal alles einsammeln hier. Gucken wir mal. Wie sieht's hier aus? Stapel platzieren. Ja, alles voll. Ja gut, ist nicht nur Holz drin, ist halt auch Fleisch und alles drin, aber okay. Fahren wir jetzt erstmal den Karren wieder zurück. Und dann müssen wir auch langsam gucken, dass wir den See hier so ein bisschen austrocknen. Ich habe eigentlich noch längst nicht mal nach dem Boot geguckt. Ich werde nochmal kurz nach dem Boot schauen. Es hat sich ein bisschen bewegt. Und wieso liegt da ein einzelner Stein einfach so rum? Okay. Wie siehst du jetzt aus? Es funktioniert deutlich besser. Es funktioniert deutlich besser. Hat aber trotzdem einen kleinen Schaden gekriegt. Dann sind es doch die Mobs gewesen, die dann immer da hinten hingeschwommen sind. Weil sie jetzt da nicht mehr so gut ankommen. Cool. Das heißt, wenn wir das nachher auch gut einzäunen, hoffe ich mal, dass das gut eingezäunt werden kann. Dann dürfte ich mir darüber keine Sorgen mehr machen müssen. Das hört sich doch schon mal nach einem Plan an. So, jetzt hier erstmal Wagen hier hinstellen. Das dürfte ja erstmal reichen. Kann ich ja dann offscreen leer räumen. Das heißt, ich mache jetzt nur mal mich leer. Das dürfte ausreichen. So, einmal hier Holz in den Stapel rein. Stein, das ist noch voll. So, da ist auch voll. Machen wir nochmal so ein Äuglein hier. Ich glaube, ich brauche die nächste neue Augenkiste. So wie es aussieht. Naja, gut. Jetzt werden wir einmal kurz nochmal hier Katsching machen. So, sieht doch schon besser aus. Ich könnte ja wenigstens 25 Holz mal reinschmeißen hier, ne? Schon mal in den Kohlemeiler, damit der schon mal anfängt zu Kohle zu machen. So. Machen wir ein bisschen Kohle. Legen wir hier mal die zwei Holz ab. Dann gucken wir jetzt mal nach, ja, Blümchen sind alle da, das heißt, wir können jetzt ernten gehen. Können wir uns einmal die Karotten gönnen. So, das werde ich sowieso brauchen, das auch. Und davon haben wir jetzt 51. Das heißt, ich schnapp mir jetzt einmal kurz die Hacke. Wobei, eigentlich noch nicht die Hacke. Und das mit meinem Honig hier, das ist noch ein bisschen nervig. So, nehmen wir uns jetzt hier erstmal die ganzen Karotten mit. Das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt habe ich mir hier so ein bisschen Mühe gegeben. Es gefällt mir eigentlich auch schon so weit, aber dass da hinten dann immer ein Blümchen nicht wird, weil der Baum da im Weg ist. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Es wird immer noch aufgehen, mein Prozedere, was ich hier mache, selbst wenn ich jetzt immer eine Karottenblume zerstöre, aber... Zumal, es dürfte ja eigentlich genug freie Fläche sein. Also bis zum Himmel, ne? Naja, gut. Dann halt nicht. So, jetzt machen wir erstmal wieder Karottenblümchen. So, und dann sehen wir ja gleich nochmal die Ausbeute. Eigentlich kann ich den ja gleich freilassen. Die eine Karotte kann ich mir jetzt auch schenken.
Darf ich halt nur nicht vergessen. Man ist dann halt so im Eifer des Gefechts und dann setzt man das halt trotzdem wieder hin. Aber bis jetzt reicht das so mit dem Feld. Sollte ja jetzt auch kein großes Ackerfeld werden. Aber nur ein bisschen, um sagen zu können, okay, hey, ich habe jetzt erstmal genug für Essen und Trinken. Ich kann es ein bisschen duplizieren hier. Ich denke mal, wir werden später noch anderes Zeug kriegen. Die Karotten waren ein gutes Testobjekt. Dementsprechend vollkommen in Ordnung. So. Gut. Haben wir wieder 17 Karotten übrig. 64 Samen. Das heißt, ich kriege eigentlich immer noch ein ganzes gutes Plus. Wenn wir das jetzt so beilassen. Ich fühle mich nicht länger ausgeruht. Okay. So, jetzt nehmen wir hier nochmal Honig mit. Ja, die brauchen wir. Die hängen halt mit dem Baum. Der Baum ist halt das Problem, ne? Der Baum ist halt das Problem. Ich müsste sie vielleicht erstmal hier hinten hinstellen, aber naja. So, dann machen wir uns jetzt gleich nochmal was zu essen und so weiter aus der Karotte raus. Hacke kann ich nochmal wegmachen. So. Das heißt, wir machen uns jetzt Karottensuppen, würde ich erstmal sagen. Die fressen ja mit am meisten. Also nicht Pilze, sondern Karotten. So. So, siehst du, können wir nochmal ein paar mehr mitnehmen. Wenn ich hier die wieder reinsetzen. Jetzt nehmen wir uns nochmal das und das und das mit. Dann geben wir nochmal einen Hirscheintopf. Na, jetzt. Also für eine Person, wie gesagt, reicht das kleine Feld da. Ist okay. Ist okay. So, und 64 Karottenkerne. Womit man nochmal ordentlich Karotten anbauen kann. Vollkommen fein. Vollkommen fein. So, mache ich jetzt mal kurz die Pfeile da raus. Jetzt haben wir uns um Essen gekümmert. Jetzt würde ich mich mal drum kümmern wollen. Haben wir hier noch Steine drin? Dann nehme ich die gleich mit raus. Sind nicht viele. Aber hier haben wir noch jede Menge Steine. Aus unseren Ackerbau, wollte ich gerade sagen. Aus unserer Minenaktion. So, dann wollen wir mal gucken, ob ich jetzt hier mal ein bisschen aufgefüllt kriege. Das Problem ist, wir brauchen halt auch irgendwann wieder so ein bisschen andere Sachen. Aber schauen wir erstmal, wie viel ich jetzt hier von den Steinen erstmal ausprügeln kann. Damit das Wasser hier wegkommt. Und wir mit dem Kahn dann hier auch gut durchlaufen können. So. Gut, da kann noch einer rein. Das sieht auch ein bisschen zu niedrig aus. Ah, jetzt bin ich hier selber in so einer kleinen Senke gelandet. Okay, fehlende Voraussetzung, jetzt brauche ich die Werkbank wieder. Geraden machen konnte ich ja trotzdem, ne? Ja. So, dann arbeiten wir uns hier mal kurz ein bisschen durch. Sehe ich ja, wo die Löcher sind. Wie zum Beispiel hier ist ein Loch, da ist ein Loch, da ist ein Loch. Loch und Loch und hält doch. Und wir haben schon wieder keine Steine mehr. So schnell hat man mal 100 Steine weggemacht, ne? Der Wahnsinn. So. Gerade so sowas wie Begradigen oder ähnliches, das kostet halt immer sehr viel Zeit, ne? So.
Ist hier nicht möglich. Nee, fehlende Ausdauer ist das Problem. Immer diese fehlende Ausdauer. So, hier langsam mal ein bisschen gerade machen. Ich weiß ja nicht, vielleicht bauen wir uns ja auch irgendwann eine komplette Stadt auf. Irgendwann bestimmt mal. Ich glaube, das wird darauf hinauslaufen. So, jetzt fange ich an zu frieren. Frieren ist immer doof. Wegen Ausdauer und so. Das heißt, wir gehen jetzt gleich wieder ins Bettchen. Einmal kurz schlafen. Ah, gute Nacht. Guten Morgen. So, haben wir auch gleich wieder den Bonus drin. Achso, ich kann ja gleich mal 80 Tage hier schon. Meine Güte. Dann nehmen wir uns hier gleich nochmal die nächsten Steine mit. Na, jetzt spawnen hier aber die ganze Zeit Feuersteine, ne? Na gut. Stören tun die jetzt noch nicht so. So. Ich komme hier in den Kreis immer so ein bisschen nah dran. Na, nun. Gerade Steinweitwurf, so wie es aussieht. So. Mal gucken, dass hier hinten vielleicht nochmal ein bisschen aufgefüllt wird. Moin, nochmal Mega-Hückel. Na, jetzt sind die Steine schon wieder leer. Ja, das geht immer schneller, als man denkt. So. Gut, aber es wird schon immer mehr Platz hier vorne. Dann müssen wir mal überlegen, wie wir uns da nachher einen Weg malen. Holz, der leider kaputt geht immer wieder mal. Das ist natürlich doof. So, ich werde dich mal kurz hier weghacken. Du wirst hier definitiv stören, wenn wir hier mit dem Wagen durchfahren wollen. Und hier ist sowieso noch so eine kleine Falte drin. Die muss ja jetzt mal rausgefaltet werden. So. Jetzt nochmal drüber hier. Richtig anheben. Bei den Sträuchern weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich lasse sie einfach nochmal... So dolle stören die noch nicht. Ja, Frosch im Hals. Aber es sieht doch ganz gut aus. Gut, denn wir bräuchten jetzt, um halt weiter reinzuarbeiten, müsste ich jetzt hier vorne irgendwie eine kleine Werkbank hinstellen, damit ich hier vorne ein bisschen weiter rüber gehen kann. Das heißt, ich hole mir jetzt einmal kurz das Holz. Ein Stack dürfte reichen. Ne, ich hole mir mal noch kein weiteres Steinchen. Stellen wir erstmal hier kurz die Werkbank hin. Damit man hier auch besser arbeiten kann. Und dann müssten wir mal gucken, dass wir jetzt hier geradezu rüber. Also dort hinten ist ja quasi Mausi sich hingesetzt.
Dementsprechend, ja. Ich hier gleich nochmal ein bisschen mehr Holz mit. Kann das ja schon gleich richtig einlagern. Einmal kurz hier rüber geschleppt. Holz hier rein, Stapel rein und dann ist gut. So, die Steintruhe ist schon leer. Das heißt, jetzt machen wir die hier nochmal leer. So langsam. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt erstmal ein bisschen weiter nach vorne kommen können. So. Oder jetzt noch nicht formschön sein. Aber wenigstens so, dass man wenigstens hier schon mal weiß, in welche Richtung das gehen soll. So, jetzt müssen wir das Ganze nochmal angleichen hier. Wir brauchen ein bisschen mehr. Oh, der Wald bewegt sich. Oh, sehr schön. Ja, kommt her. Oh, verdammt, ich habe noch nicht gegessen. So, jetzt aber. Schwert aufleveln. So, jetzt kommt mal her. Der Krieger ist da. Zack. Na komm, mein Berserker. Keine Lust. Was ist denn mit euch los hier? Ihr wisst, ihr habt keine Chance, wa? Haut der Berserker jetzt wirklich von mir ab? Ist das jetzt sein Ernst? Na, er wollte nur Verstärkung holen. Okay. Na nun kommt, ich bin gleich wieder voll regeneriert. Wenn ihr eine Chance haben wollt, ne? Na komm. Zack, zack, zack. Na nun kommt. Ich hab noch ein bisschen. Ah, von hinten kommen sie jetzt auch nochmal. So. Das war's schon. Schlaffis. Jetzt noch große Töne. So, dann nehmen wir hier mal kurz alles mit. Ist doch ganz nett von denen, dass sie mir hier so ein bisschen was dagelassen haben. Dann gebe ich jetzt nochmal die restlichen Steine aus. Jetzt weiß ich, was mit euch los ist. Ihr hängt da unten fest. Ich erlöse euch. Keine Angst. Warum treffe ich den da nicht? Jetzt. Weit genug nach oben. Was? Ja, ich bin zwar ein schlechter Schütze, aber so schlecht. Na, also. So. Das würde mich mal interessieren, wenn ich jetzt hier. Ah, komme ich nicht ganz ran. Da muss ich dann ein bisschen aufpassen. So, und hier jetzt. Einmal artig rübergehen.
sind die denn hier einfach runtergefallen? Die Armen. So, kann man hier nochmal einen draufsetzen. Ja, aber das mit der Brücke, das sieht schon besser aus dann. Ne, da haben wir ja schon gelernt, wie man eine Brücke baut. So. Da haben wir schon gelernt, wie man eine Brücke baut. Dann nehmen wir hier nochmal die Steinchen mit. Sieht auch langsam wieder gut aus hier. So, dann gehen wir jetzt einmal kurz hier wieder rein. Sogar die Tür offen gelassen. Was für ein Vaupas. Gut, dann würde ich sagen, nehme ich jetzt hier nochmal den Rest raus. Räumen das Ganze jetzt ein, reparieren mal Rüstung und Co. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.